Jetzt wählen wir eine andere Unterscheidung, nämlich quantitative und genau qualitative Ziele. Quantitative Ziele sind in Zahlen messbar. Zum Beispiel Umsatz, Gewinn, Rentabilität, Marktanteil, das sind alles quantitative Ziele, alle in Zahlen, konkreter noch in Euro. Nein, nicht alle. Rentabilität ist etwas, was wir in Prozent messen, messbar auf jeden Fall in Zahlen. Und qualitative Ziele, das sind Ziele wie zum Beispiel Image, Mitarbeiterzufriedenheit, Kundenbindung, qualitative Ziele. Und jetzt kommt ein entscheidender Satz. Warum entscheidend? Weil der entscheidend ist für Ihren Erfolg bei der Präsentation, bei Ihrem Fachgespräch. Und dieser Satz lautet: Wenn du es nicht messen kannst, musst du es messbar machen. Und wenn Sie diesen Satz beherzigen und umsetzen, sind Sie prädestiniert für Note 2 oder 1. Viele, gerade Personaler, haben bei ihrer Projektarbeit Themen wie Verbesserung der Mitarbeiterzufriedenheit. Das ist naheliegend, wenn man Personaler ist. Nur das Ziel Mitarbeiterzufriedenheit ist ein qualitatives Ziel. Kein schlechtes Ziel, ein gutes Ziel, aber nicht messbar. Und Betriebswirtschaftslehre lebt davon, Dinge in Zahlen messbar zu machen. Extrem gesagt, wenn etwas nicht in Zahlen messbar ist, existiert es für die Geschäftsführung gar nicht. Muss man ganz hart so sagen. Also müssen wir diesen armen Menschen, die so eindimensional denken, nämlich nur in Zahlen, helfen, indem wir es in ihre Welt übersetzen. Wir müssen das qualitative Ziel übersetzen in eine quantitative Messgröße. Was könnte das sein bei Mitarbeiterzufriedenheit? Das könnte zum Beispiel sein Krankenstand und Fluktuation. Wir können auch Mitarbeiter befragen und dann Noten wählen, so von 1 bis 6 oder sowas, entsprechend der Schulnoten. Auch das wäre eine Möglichkeit. Die Mitarbeiterbefragung, die wir dann aber bitte auch wieder in Zahlen übersetzen. Wenn du es nicht messen kannst, musst du es messbar machen. Ja, also das sind Leute, die im Moment in der Geschäftsführung sind, auf Geschäftsführer- oder Vorstandsebene. Das ist meine Generation. Ja, und wir haben das nicht anders gelernt. Wirklich. Ja, wir haben das nicht anders gelernt. Was nicht in Zahlen messbar ist, wird im Grunde gar nicht wahrgenommen. Nur die letzten Jahre sind geprägt worden von qualitativen Dimensionen. Wir sprachen über qualitatives Wirtschaftswachstum, Sie erinnern sich. Ja, wir sprechen über Kundenzufriedenheit, über Kundenbindung, über Mitarbeiterzufriedenheit. Der Mitarbeiter ist der wichtigste Erfolgsfaktor für die nächsten Jahre, wir haben das schon gesehen. Also müssen wir uns langsam um die Dinge kümmern. Ja, nur macht sie diesen armen Menschen, macht ihnen die Dinge sichtbar, macht sie messbar und dann bekommt ihr auch genau das, was ihr wollt, nämlich eine gute Note. Ja, das ist der. Hallo, Marius Ebert hier. Meine Videocoachings ersetzen komplett Präsenzseminare und Fernlehrgänge. Wenn Sie einen IHK-Abschluss machen möchten, brauchen Sie kein Präsenzseminar und Sie brauchen schon gar keinen Fernlehrgang. Meine Videocoachings mit dem gesamten kompletten Begleitmaterial, dem Hörbuch und der persönlichen Betreuung ersetzen das Präsenzseminar und ersetzen den Fernlehrgang. Wenn Sie mehr wissen wollen, klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.